Es ist später Sommer geworden und damit wieder einmal Zeit für die Enduro-Boxer-Tour von SWT Sports. Zusammen mit einem langjährigen Freund und Enduro-Weggefährten Jörg planten sie auch in diesem Jahr wieder ein großes Abenteuer auf zwei Rädern. Statt in den fernen Osten nach Russland zu fahren, verschlug es die beiden dieses Jahr auf den TED, den Trans-Euro-Trail. Ausgerüstet mit Kameras und medialem Equipment konnten sie selbst ihre Reise dokumentieren und so entstand dieser tolle mehrteilige Film über den Enduro-Boxer-Tour 2020. Guten Morgen, die Welt. Ich wünsche wohl geruht zu haben. Heute ein neues Fahrzeug. Jörg, ist das deins? Warum muss ich mich eigentlich immer durch den Kakao ziehen? Das kriegt doch mal du fahren, das Gerät, oder? Also ich mir würde stehen, ich will jetzt zwar kein Eichhörnchen, wenn ich mich da drauf setze, aber ich kann mir das vorstellen. Da drüben ist auch gerade einer mitgefahren. Also wir haben jetzt 0 Grad auf der Uhr. Hier geht die Uhr ja eine Stunde vor. Und wenn wir in Schweden sind, haben wir schon wieder 7 Uhr. Dafür kommentiere ich jetzt aber das. Manuel, du kennst schon den Unterschied zwischen der Uhr und dem Thermometer, oder? Jörg, keine Sorge. Wir haben ja gestern noch ein bisschen Reparierarbeit gemacht und schauen jetzt, dass wir nach Schweden kommen. Schau mal, geht ja. Wenn du das zusammenfährst. Zieh dich doch nicht durch den Kakao, Jörg. Maximal Kaffee. Jetzt hoffen wir, dass das angezogen ist. Da drüben sieht man die Oma, wie sie mit ihrem Schlitten andockt. Das ist wohl hier das Volksgefährt. Ja, glaube ich. Also, wir machen jetzt los. Ab in den Süden. Der Sonne hinterher. Ja, mitten auf dem Wasser, 300 Meter, ist Schweden. Eines der vielen Länder, die wir jetzt bereist haben. Bei dem Lindrotz oder sowas, Riesenmotorradzentrum. Und wir wollten jetzt eigentlich da der Kettenblatt holen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon auf Lager habe, nämlich 1000. Und bei dem KDM-Händler, da gibt es halt nichts. Das Telefonat mit Mattighofen hätte hier eigentlich erfolgreich Teile beim Händler garantieren sollen. Pustekuchen. Gut, dass wenigstens auf Privatpersonen und Bastler Verlass ist. Vielen Dank an Peter von TDSW. So, guten Morgen Welt. Guten Morgen Jörg. Morgen. Guten Morgen Manuel. Alles gut. Moin. Alles wie ihr gut. Seht, heute kein Regencover. Die Klamotten stecken das Wetter ja einfach so weg, aber der Dauerregen, der hat wirklich genervt. Wir haben unser Navigationsgerät ein bisschen umgestellt, weil wir ja doch jetzt langsam heimkommen wollen, oder? Genau, Richtung Heimat. Ach komm jetzt. Die Defekte in der Bike sind schon wieder Reifen. Kaufen machen wir auch nicht. Wobei der Vorderreifen genial ist, ne? Ja, der ist gut. Motocross Vorderreifen, Michelin. Der Reifen ist unser Rallye-Reifen, der hat schon ganz schön lang gehalten, aber jetzt nimmt er langsam ab. Ja, das ist beachtlich. Also die Laufleistung, was wir hinten drauf haben, ist beachtlich. Das sind fast 5000 Kilometer. Leider hat der Vorderreifen gerade die Hälfte geschafft. Mhm. Warum, wissen wir nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Der geklebte Tower und Defekte wollen wir uns keine leisten. Wir haben jetzt den kürzesten Weg Richtung Malmö. 550 waren es vorhin noch, jetzt sind es 533. Total geil, geht zwar durch Ortschaften durch, aber wir sehen halt auch mal was. Der Nebel, wenn der Nebel weg ist. Der Nebel stört halt. Aber wir fahren auf solchen Wegen,
Und das ist schön. Das macht dann wieder richtig Spaß. Wir werden ein paar Bilder machen, wenn die Sonne mal rauskommt. Falls wir eine Sonne sehen, hoffst du auch. Ich denke schon, ich bin zuversichtlich. Zuversicht ist alles, was wir unseren ganzen Urlaub gelernt haben. Geht immer weiter. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Elch oder zumindest den Ikea. Kennt ihr noch Michel aus Lönneberger? So schaut's da aus, oder? Aber wunderschön. Während sich die zwei mit dem Navi-Modus kürzeste Strecke gehen Malmö durch Schweden schlängeln, stoßen sie immer wieder auf Abschnitte des TED. Der TED ist allerdings hier in den Regionen dann doch eher weniger abenteuerlastig. Entschuldigung. Oh, es regnet. Geht doch, wunderbar. Ist bestimmt kalt da bei euch bei der Tour, oder? Es läuft ja sogar durchs Tankstellendach. So, also jetzt, sind wir wieder scharf. Servus. How are you? I'm dry. You are dry. I'm dry. We are not dry. I'm not dry either, so. Also, sowas da, ne? Dass das durch die Lampen durchsteht. Und dass das Wasser auf der Straße steht, das hat man eigentlich selten. Wir haben nicht so das Glück mit dem Wetter. Dafür haben wir die saubersten Motorräder. Wisst ihr, was das Geilste ist? Wir zwei Idioten, wir können immer noch lachen. Wir wissen selber nicht warum. Aber wir lachen eigentlich nur. Also ich bin nicht lachherzlich. Und ich sag euch was, mein Power ist schon wieder gebrochen, der ist kaputt, der ist auch zu nass. Was ist denn mit deiner Unterhose? Ist die auch feucht? Nein, noch nicht. Aber die Kniekehlen sind schon feucht bei mir. Genau, läuft ne. Stiefel ist voll mit Wasser. Leider habe ich meine Plastiksocken heute mal nicht angezogen. Pech gehabt, leider. Aber es gibt Schlimmeres im Leben. Und die war schuld, ne? Weil die so langsam fahren mit ihrem Auto.
Ja, die haben wir noch überholen müssen, die ist gar nicht da. Die parkt da jetzt, die zahlt für Kaffee da drin. Danke, Reise. Schaut es euch an. Das ist die, die uns ausgebremst hat, während der ist immer so nass. Das ist, dass da mal nass wäre. Jetzt nimmt sie auf, ja. So, servus Jörg, servus Manuel, servus Flecken auf der Kamera. Ey, wo die herkommen. Lass den Deckel jetzt mal weg. Also, wir fahren jetzt über die Brücke, Öresund, dann über und filmen. Hefte raus, Klassenarbeit. Fakten. Ja, die Öresundbrücke, 2000 eröffnet, verbindet sie mit einer Länge von 7845 Metern Dänemark und Schweden. Mit einer lichten Höhe 57 Meter über dem Meer misst die längste Spannweite dieses 1 Milliarden Euro teuren Projekts 490 Meter. Wird im nächsten Video abgefragt, ne? Dass viel geschraubt wurde, das habt ihr jetzt ja nun wirklich mitgekriegt. Für die Statistikfans unter euch hier mal ein paar Zahlen und Fakten. 12.000 Kilometer wurden pro Bike gefahren, macht 24.000 Kilometer. Dabei wurden ca. 1.080 Liter Benzin umgesetzt, 6 Satz Reifen verbraucht, ca. 1.000 Liter Kaffee getrunken, einmal ein Ölwechsel pro Bike, also zweimal durchgeführt, 6 Mal gab es einen Werkstattbesuch und ca. 70% der Zeit im Regen gefahren. Ja, und zum letzten Mal die Stimme aus dem Off für diese Videoserie. Ein Riesendank geht an Elmar für den Support aus Üchtelhausen daheim. An die nette Familie in Polen für die Beherbergung. Die Werkstatt in Polen, die uns beim gebrochenen Seitenständer geholfen hat. Die tolle Bauernfamilie in Lettland für den Wechsel der Radlager. An LR Racing in Helsinki für den Kundendienst und den Reifenwechsel. An Simos Papa Karikirsi, auch von mir hier groß, in Finnland. An Marco von Lappland Bike für die Beherbergung. An den Weihnachtsmann für den tollen Besuch bei ihm. Schönen Dank auch an das große Schild am Polarkreis für den Aufkleber. Die anonyme Yamaha-Werkstatt für den Reifenservice. Und auch an Skido Centeret für die tolle Hilfe in Alta. Natürlich, ganz dicke, an Jörg, den besten Reisebuddy, den Manuel sich für solche Events vorstellen kann. Macke die gut, arrivederci, ciao. Das Gerät kann ich offensichtlich besser bedienen wie dein Motorrad, oder? Ja, das sieht so aus. Das funktioniert auch. Funktioniert gleich auf Anhieb. Ich mache mir jetzt mal einen Berg dahin. Ne? Einen Sandberg. Da kommt er jetzt wieder. Scheiße! Oh. War doch klar! Wollt, oder? Nee, gar nicht. Der Track geht da lang. Aber sicherlich. Der Weg ist nämlich falsch. Nee. Der geht außer oben auf den Berg. Nee, der geht jetzt wieder raus. Nee. Glaub mir es. Die Strecke gibt's. Und das sind ja die Motorradspuren, die Enduro-Spuren gewesen. Ja, ja. Ja.